Ungeheuer guten Tag wünsche ich Leute und willkommen zur zweiten Folge der Minecraft-Rätselinsel. Und mit dabei ist der kleine Revi, der mit im Boot sitzt. Oh, nicht weinen, nur weil es regnet. Und Paluten. Hi. Oh, guck mal, hier ist jemand, warte. Okay, schnell raus hier aus dem Boot. Okay, wir haben in der letzten Folge in diesem Boot Koordinaten gefunden, um zu einem bestimmten Ort zu kommen. Ich habe die Koordinaten leider vergessen, weshalb wir jetzt leider nochmal schnell zum Boot müssen. Also ich weiß irgendwas mit minus 750, das ist das Einzige, woran ich mich erinnern kann. Okay, minus 750, dann gucken wir schnell. Wir haben jetzt auch... Pall einfach ohne Boot. Sehr gut. Wir haben jetzt auch, Leute, wir haben jetzt auch die Einstellung, dass wir ausstellen können, dass die Leute hier rumlaufen, weil es haben in den Kommentaren geschrieben, sehr, sehr viele fanden es sehr, sehr gut. Und die einzigen Leute, die was geschrieben haben, das negativ war, es sind zu viele Leute um euch rum, das nervt. Und deswegen haben wir jetzt gefragt, können wir es so ausstellen und jetzt können wir, wenn wir möchten, alleine sein, wenn wir möchten, auch mit Leuten zusammen hier rumlaufen. Und das ist ganz cool, das heißt, wenn wir mal irgendwo zu so einem... Oh, da ist schon der erste Fan, nein, da ist schon wieder der erste... Wenn wir irgendwo zu so einem Marktplatz gehen, können wir halt mit Leuten zusammen was machen und hier, wenn wir unsere Aufgaben lösen, haben wir unsere Ruhe. So. Okay. Wo waren die Koordinaten nochmal? Letzter Eintrag hier. Ich schreib's in den Chat. Das ist auch ein Vorteil, weil jetzt kann man Sachen in den Chat schreiben, ohne dass zugespammt wird. Minus 750. Hier steht auch ein Schild drauf. Hier steht auch ein Schild drauf, Leute. Hier. Wo bist du? Kanonier. X minus 56. Ja, schreib auf. Schreib auf. Okay. Schreib einfach in den Chat, genau. Oh, das ist ein Rätsel. Wer wird der Kanonier sein? Ist das etwa der Spielemeister? Der Spolemaster! Der Spolemaster! Spolemaster! Freunde! Kanonier X-7, 56, okay. Aber was macht der? Wir müssen in See stechen. Ja, komm, wir stechen jetzt in die See rein. Hey, warte mal, Simon, was ist denn? Warte mal, ich hab noch eine Idee, warte mal ganz kurz. Ja. Vielleicht ist oben auf den Masten noch was drauf. Ja, gut, dann kann ja auch sein, dass da noch ein Geheimnis ist. Wie wollt ihr denn da hochkommen? Das sieht so doof aus, wie er in seinem Boot. Also Leute, seid ihr bereit? Ja. Ich zieh durch. Ich zieh durch. Junge. Oh Gott. Oh Gott, das ist so fucking extrem. Oh, nein, Baby. Alter, wie er ist so reingeglitten, ne? Ja, richtiger Freak, ey. Okay, komm, gehen wir zuerst zum Kanonier oder zuerst zu dem, Zu dem anderen Ding. Leitest du, Simon? Obwohl, ist der Kanonier ist, glaube ich, näher dran. Ja, okay, lass zuerst zum Kanonier gehen, komm. kann eigentlich jemand richtig Koordinaten geben? Ja, ich habe irgendwie keinen Bock. Okay, hier müssen wir längs, das sieht gut aus. Es regnet die ganze Zeit, das ist eine raue See ist es jetzt. Also, das ist richtig holprige Fahrt hier. Nicht, wenn da so ein Monster kommt oder sowas oder Drag rankt. Nein. Warte mal, das ist richtig weit weg, Leute, ne? Ja, was ist denn so, auf der linken Seite hier? Da muss doch auch irgendwas sein. Wir müssen auch noch, vor allen Dingen müssen wir noch den Leuchtturm finden. Wir haben noch viele, viele Aufgaben. Aber was mit dem Kanonier jetzt? Ja, der ist tot. Oh nein! Doch, der ist gestorben in der Kanonenfabrik. Der hat zerfetzt einfach in der Kanonenfabrik. Mein Schiff ist einfach weggegangen. Ach was, du da hast. Mein Schiff. Mach's gut, Simon. Ist dann auch jemand in der letzten Folge in die Kommentare geschrieben. Ein riesiges Piratenschiff taucht auch auf. Und wer sagt, Paluten... Oh, da ist ein Baumhaus! Was? Wo ist ein Baumhaus? Da rechts, da oben. Hier ist eine unterirdische Stadt. Was? Also hier sind Ruinen. Ja, lass uns erstmal in dieses Baumhaus rein. Baumhäuser okay. Aber wir dürfen nicht vom Plan abkommen, Simon. Baumhäuser sind für mich immer so das absolute Highlight. Ich bin einfach ein Baumhaus-Fetischist. Ja, dein Haus war auch immer sehr, sehr schön. Fandest Oder du? Sind auch wieder Kisten. Alter, da ist auch eine Kiste. Ey, meine Kiste. Warum kann man die nie öffnen? Ich glaube, hier oben wohnt der Kanonier. Nee, wirklich? Nee, die Koordinaten stimmen überhaupt nicht. Da kommt man ja nicht hoch. Oh. Geil, Simon. Das ist eine Falle. Ach, Mann. Schade. Wir müssen hier zu... Ich meine, wir müssen bis zu minus 750. Ja, warum, zur Ritterburg. Aber warum zum Teufel sind wir jetzt in die versunkene Stadt reingegangen? Weil die war nicht spannend. Okay. Hast du das? Nee, doch. Da vorne. Aha. Hä? Was ist das? Alter, das ist echt eine Mega-Wucht. Wucht. Das ist ein Elefant. Das ist die absolute Wucht, Alter. Aber wir müssen noch weiterfahren, Warte, wir müssen zu. Ja, aber hier gibt's doch bestimmt Ländereien, die wir ausrauben. 306. Simon, komm mit, okay? Ja, ich komm ja mit. Aber ich hab Paluten verloren. Ich bin doch da. Ich seh dich aber nicht. Doch, ich fahr gleich an dir vorbei. Hey, ich bin voll verwirrt. Oh nein, wieso bitte. Denn?
Da in die Richtung. Wir sind gleich da. Oh, ey, wer hat mein Gebot kaputt gemacht? Hör auf! Bratz! Ah! Hallo! Ist auf. Hallo, hallo. Ja, hier gibt's leckere Mondschnecken. Mondschnecken? Jetzt müssen wir. Hey, wir sind einmal voll falsch gefahren. Leckere. Nein, wir sind nicht falsch gefahren. Wir müssen links, Palle. Nein. Links! Wir müssen zu 300. Wir müssen hier links. Oh Gott, mit euch sind immer alles mit mir allein. Gleich sind wir da, Simon. Jetzt müssen wir müssen nur noch die Küste entlang fahren. Da ist ein hier. Objective. Da ist jemand. Ich wollte hier Fleisch kaufen. Plötzlich kam dieser Drache. Mein Bruder ist geflohen. Ein Drache. Er ist bestimmt bei unserer Hütte. Ich markiere sie dir auf der Karte. 152 minus 333. Och nee, da geht der jetzt immer weiter so, ne? Nee, wir müssen jetzt an einer Mission festhalten. Ja, aber da ist ein Drache. Da, hier ist ein Hafen. Ein Hafen? Ja, ein Hafen. Das erinnert mich an meine Zeit, wo ich im Hafen gearbeitet habe. Ein Hafen. So lachen wir die ganze Zeit nur. Können wir es aber nehmen. Einer Fischfrikadelle gezeugt worden. Nice. Gibt es Fischfrikadellen? Ja, natürlich gibt es eine Fischfrikadelle. Und die lecker? Die sind wirklich sehr, sehr geil. Aber da kommt der ganze, die kommen die ganze, wie so eine Rumkugel, da kommt der ganze Rest rein. Aber, aber was für ein Rest kommt denn in der Rumkugel? Schokoladenreste? Kuchenreste. Kuchenreste? Ja, daraus werden Rumkugeln gemacht. Ach, lieber Rumkugeln als Rumkugeln, sag ich immer. Versteck dich! Versteck dich, Revi kommt! Alle! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Jungs! 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 Hier war eine riesen Explosion, kommt mal hier hoch. Hier sind ganz viele Piraten, hier ist Monkey, die Ruffy. Hier sind die Leute von One Piece. Monkey, die Ruffy. Kann ich hier durch? Nein. Kann man einen Schalter umlegen? Ja, warte. Ich bin im Haus drin. Warte. Hier ist echt Monkey die Ruffy. Und hier ist Happy mit Kev. Doch, ist Happy mit Kev. Der hat ein oranges Oberteil. Guck mal, hier ist auch Gewinnzeit. Wo? Da. Ach, der da. Yeah, meine anderen. Bist du es, Monte? Guck mal, hier ist umgespielt. Hier vorne ist das, hier. Ich will rum. Fleisch, verdammt, was? Oh, Hinweis der Piraten. Hab ich bekommen. Ja. Oh, hier. Verkauft 500 Liter rum an die Piraten. Fleischbestand geklaut oder Verdacht. Oh, hier. 76.333. Okay, lass uns erstmal die Piratenquest machen, ja? 76? Okay. Wir sind jetzt auf den Spuren der Piraten, Leute. Was ist 76? Yeah. Oh. Er lacht und er rülpst. Nein, aber das war so ein unerwarteter Rülpser, ne? Du hast einfach so geredet. Hier ist was explodiert? Ja, das war Dena. Oh, der ist auch hier. Okay. Jonge! Ja, dann lass mal zu diesem Koordinaten hingehen, wo das Fleisch verkaufen geht. Ey, warte, wir wollen doch erst irgendwie noch andere Koordinaten finden, oder? Nein, lass uns jetzt dranbleiben auf der Spur der Piraten, Leute. Das ist ein Abenteuer. Na gut. Aber was ist denn hier drüben? Hier ist ein riesiges Haus. Ja, was ist das? Das ist das Haus von Captain Blaubarsch. Blaubarsch. Es war einmal eine Geschichte, ich erzähl ich mal. Es war einmal ein hässlicher Blaubarsch. Der war so hässlich, dass alle Leute gestorben sind. Ende. Ja, okay. Wartet, ich komm. Leute, wartet. Ich mach MLG-Esel, Alter. Ich sprung. Hi, hier. Oh, Gott. Ist er gestorben? Hä, hey, wo bist du jetzt? Er ist gestorben. Nein! Er ist tatsächlich gestorben. Was ist mit ihm passiert? Leute, aber ich habe einen Erfolg errungen, ihr müsst euch auch umbringen. Was hast du für einen Erfolg? Erfolg? Was hast du für Erfolg errungen? Weil ich sehe es nicht mehr, aber ich habe einen Erfolg bekommen. Na gut, dann. Bringt euch nicht um, ich folge euch. Geht TP, schon mal weiter. Paluten ungespielt. Komm her. Oh, nice. Nice, war das nice? Komm. Das war Teleportation. Ich habe nämlich einen Piraten getroffen, der hat mir Zauberkräfte verliehen. Ich kann Leute. Der Zauberpirat, wir kennen ihn nicht. Ich will Fleisch, verdammt, nein, lieber rum. Ah, okay, da waren wir schon. Okay, ich gehe mal ganz kurz auf das Schiff hoch und gucken, was da so abgeht. 3, 2, oh, Erfolgerung, Geisterschiff. Ich habe ein Geisterschiff. What? Ja, Erfolgerung, Geisterschiff, 1 Cent bekommen. Belohnung erhalten. Reittier Molly. Ich habe ein Reittier dafür bekommen. Geil. Ich. Geil. Nein, ich bin alt. Molly? Alter. Ich. Molly ist ein anderer Esel und er ist wirklich süß. Molly ist ein anderer. Geil, Erfolg! Okay, nächstes. Oh, wo hast du den Kürbis her? Hä? Wo hast du den Kürbis her? Ja, das wüsstest du wohl gerne. Nee, sag mal. Der war einfach in meinem Inventar. Was? Ja. Der lag einfach da drin, so bin ich gespawnt. Du Sau. Einfach aufgrund meiner Kürbiskräfte. Alter, Palu, ein Kürbiskopf, jetzt bin ich eifersüchtig. Ja. Guck mal, was der kann. Der hat jetzt genauso einen Kopf wie vorher. Komm. Genau Richtung aufgehende Sonne, ja? Da müssen wir lang. Da vorne baut sich was auf. Eine Insel. Das ist eine Insel. Ja, das sieht gut aus. Da ist eine Wüste. Eine Pyramide. Das ist der Pharao. Ja, aber wenn wir jetzt schon wieder reingehen, dann kommen wir wieder von unserem Kurs ab. Wir dürfen nicht aufhören. Wir sind Piraten. Lass uns unsere Koordinaten jetzt weiter verfolgen, okay? Wir haben jetzt oft uns gut vom Weg abführen lassen, Leute. Aber das machen wir nicht nochmal.
Okay. Wir können uns irgendwie nicht richtig konzentrieren. Nee, deswegen. Jetzt der Sonne entgegen. Der Sonne hinterher. Ejo, was geht? Was geht? Der Sonne hinterher. Ejo, was geht? Und ich sag, ey, ab in den Süden. Der Sonne hinterher. Ejo, was geht? Das ist eine Kiste am Rand. Ballermann! Oh, Ballermann! Entschuldigung. Mal ist nur einmal im Jahr. Ole, ole. 676, 633. Onkel Simons. Ja. Sind wir gleich da? Ja. Onkel Simons. Wir sind auf dem richtigen Weg. Simons. Ey. Oder sollen wir über Land weitergehen? Nee. Ja, über Land weitergehen. Folge dir. Okay. Da lang. Hey, hier kommen die Hero Turtles. Hey, super starke Hero Turtles. Mutant immer auf der Lauer. Und immer etwas immer schlauer. Seid ihr noch hinter mir? Ja. Ich fahr die ganze Zeit woanders hin. Wir haben doch gesagt, wir gehen an Land. Ich mach das nicht. Ich mach das. Ich bin ein Abenteurer. Ich bin auch. Folgt uns. Okay, ich bin direkt. Palun, wir müssen ihn herbeschwören. Mit unserem Beschwörungsritual. Okay. Nee, ich bin fast da! Hi! Wir haben hergezaubert. Okay, perfekt. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Ich auch nicht. Vielleicht müssen wir es stärker machen. Ist er ausgelockt? Er hat sich ausgelockt. Ich komm nicht mehr. Mein Mikro ist abgestürzt. Wir haben ihn zu sehr beschworen. Komm jetzt. Ich glaube, es ist wirklich die Stadt. Es ist die Stadt. Es ist diese Burg. Es ist eine Ritterburg. 633. Ich hatte mal so eine Western-Lego-Stadt, ey. Die war ja, es ist die Stadt. Es ist die Stadt. Es ist die Stadt. Valar Morghulis. Sag ich, habe ich gut geleitet. Ja, hier geht's rein. Okay, runter. Ja, hier kommen wir nicht rein. Also. Oh Gott. Ich bin der beste Abenteurer, Jojo. Ihr seid solche Rabauken. So. Oh. Hier vorne. Waffenkammer und Zelle. Uni. Du bleibst jetzt da drin. Lass dich nicht aufmachen. Aber Freunde. So, du bleibst jetzt erstmal da. Du hast uns richtig Probleme gemacht die ganze Zeit. Wirf deinen Kürbis raus, dann kommst du raus. Ich kann ihn nicht. Kann ihn nicht werfen. Der ist bind on equip. Ja, sowas freche Antworten habe ich mir erwartet. Deswegen. Freunde. Nee, Palle. Freunde. Nee, Palle. Ich hab noch was gefunden. Oh, ich muss Palle schnell freilassen. Palle. Palle. Simons. Palles. Simons. Palles, komm. Okay. Revis. Hier, Simon, schau, hier steht ein Hinweis, hier vorne. Hier steht Küche und Kantine. Wir suchen überall und finden nichts. Unser Herrscher soll was tun. Und dann steht hier vorne, pass auf, jetzt steht hier vorne. Ja? Schlafsaal. Aber jetzt kommt was anderes. Jetzt gehst du in den Schlafsaal rein, der steht hier. Aufgepasst, wir gehen bei Tagesanbruch. Oh, hey, nicht schon wieder Koordinaten. Das ist jetzt die Frage, ist da das Fleisch oder nicht? 558-536. Überlegt mal, es gab noch ein Kellergeschoss. 558. Weiter schnell. Simon, ich hab den Keller gefunden. Nice. Oh nee, das ist so gruselig, Alter. Oh nee, geh nicht runter. Nee, lass das lieber. Lock dich lieber aus. Lock dich aus. Oh. Palle, wir legen mach jetzt. Das mal. Wir legen mach jetzt das mal wieder. Ohne mich, Jungs. Oh, es ist echt ein bisschen dunkel. Oh, oh. Hier sind Pistons. Hier ist Feuer. Nee, nicht nach. Oh! Da hat jemand die Falle zugeschnappt. Hä? War das ein Schockmoment, oder? Ja, das ist das Gruseligste, was bis jetzt so passiert ist. Oh, hier kommen wir raus. Achso, nein! Nicht rausgehen, Leute! Okay, komm, wir gehen wieder, Revi. Mach doch mal auf, Leute! Verloten ist immer der eingesperrt. Dann werden es. Wir müssen alles untersuchen. Wir müssen alles genau abschnüffeln. Aber ich glaube, das waren die Koordinaten, wo wir hin müssen. Ja, ich glaube, wir haben die nächsten Koordinaten gefunden. Was bei dem Lammer. Hä? Aber Molly ist doch die Beste, ey. Die haben wir bekommen wegen dem Geisterschiff, Alter. Also Molly ist was ganz Besonderes. Ja, aber Lammer ist der Beste. Oh. Lammer Jun. Lammer Jun ist die Beste. Okay, Lammer Jun. Ist das wirklich die richtige Insel? Ja. Vertraut mir, das ist nicht die richtige Insel, aber der richtige Kurs. Oh nein, Rebert, und es zählt mir. Der Kurs. Oh nein, Rebert, vertraut mir, das kann nicht gut enden. Vertraut mir. Kann ich unter das hier, Haus runterschwimmen? Der hier hat was. Ich würde unter das Haus gerne runterschwimmen. Ja! Hier können wir reden mit denen. Und zwar sagen die, der sagt, wir waren auf Jagd und haben trotzdem kein Vieh weit und breit finden. Du solltest die einheimischen Rat finden. Was? Dein Deutsch ist heute wieder groß. Ein Dia-Schwert, das hätte ich gerne. Ist das Sturmwaffe? Ey, ist das Sturmwaffe? Guck mal. Wieso? Guck mal genau das Gesicht an. Stimmt. Oder Freddy! Sturmwaffe. Und wer ist das hier?
Der sieht aus wie Super Mario. Wer? Er. Der hier? Ja. Warum? Sieht überhaupt nicht aus wie Super Mario. Sieht überhaupt nicht so aus. Ja, natürlich. Nein. Simon, hier sind Koordinaten, da. Wir hören und wissen alles. Oh, oh. Oh, oh. Molly? Zeig, was du deinen Special Trick. Molly kann nämlich Megasprung. Megasprung. Ja, Lamajul kann das wesentlich besser. Nein, Molly. Also Hoppe kann gar nichts. Hip-Hop. Die alte Lose. 603 minus 94. Ist das nicht spannend, wie wir dem Eingeborenen jetzt folgen? Wenn ihr rum noch nicht gefunden habt, seid ihr komplett falsch. Guck mal, da unten ist so ein Western. Habt ihr gelesen? Ganz dezenter Hinweis. Wenn ihr den rum noch nicht gefunden habt, seid ihr ganz falsch. Wo stand das? Ja, im Chat. Na, stimmt da überhaupt nicht. Doch, vom Browsen Frame hat er mir geschrieben. Ganz dezenter Hinweis, wenn ihr den Rum noch nicht gefunden habt, seid ihr komplett falsch. Wenn wir den Rum noch nicht gefunden haben? Welchen Rum denn? Ich weiß nicht, der soll ihn hergeben. Das hat dir irgendein Admin hat dir das geschrieben, oder? Ja. Mir aber nicht, das hat dir per MSG geschrieben. Wir sind locker auf, auf der falschen Fährte. Wir brauchen den Rum. Nee, wir gehen jetzt trotzdem nochmal. Wir gehen jetzt trotzdem weiter. Ich glaube, das ist jemand, der uns nur in die falsche Fährte locken will. Genau. Ja, wahrscheinlich. Das ist relativ wahrscheinlich, Leute. Wir wollen den Rum. Ich will gar keinen Rum, ey. Kein Alkohol an die Kinder. 90. Folgt mir. Ich weiß, wo minus 94 ist. War schon oft da. Ey, wo Leute, ich glaube, ich weiß, wo wir... Ich hab's gefunden. Da oben, was Feuer ist? Die Bucht. Die weißen Zelte. Nee, ich schwör. Hier sind Zelte. Auf alles. Und hier. War doch wohl das Fleisch gebraten. Sind das wirklich die weißen Zelte oder sind andere Zelte? Hier ist doch gar kein Zelt. Ach doch, das ist aber eher ein graues Feld, ne? Ein graues Feld. Unsere Deutschkenntnisse sind so gut. Manchmal macht nur Kalbschnitzel und hier gibt es kein. Oh. Was ist denn das hier oben? Mann, wir haben irgendwie was alles verloren, die Spur. Ich glaube, ich hab's. Das sind Indianerzelte. Du sagst immer, das sind Indianerzelte. Da ist was? Jemand. Da ist der Häuptling. Alter, weißt du, wie er aussieht? Sieht aus wie Logok von Pokémon. Kennt ihr das, Pokémon? Wir wissen, wo Tier suchrichtig ist. Wir wissen, wo Tier suchrichtig ist. Wir müssen Tiere töten. Schaut mal. Hier. Wieso? Schaf. Schwein. Hier stehen überall Koordinaten für irgendwelche Tiere, die wir töten müssen. Wir können keine Schweine töten. Wir müssen. Schreibt die Koordinaten rein. Okay, Leute, wir sind jetzt sehr, sehr vielen Spuren nachgegangen. Jetzt sind wir bei diesem Indianer hier angekommen, der so ein bisschen aussieht wie Logok. Und Revi macht mal wieder AA auf ihn. Dann haben wir hier ganz viele Koordinaten für Tiere. Die müssen wir wahrscheinlich jagen. Ich weiß nicht, wo wir da hinkommen mit diesen Tieren, aber das werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall herausfinden. Es ist auf jeden Fall eine ganz schön krasse Hashtag Veganschnitzeljagd. Versteht ihr? Okay. Ja gut, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ja, lasst dafür ein Däumchen nach oben, da würde ich mich riesig freuen. Morgen gibt es die nächste Folge und wenn ihr Bock habt, schaut auch bei den anderen beiden Boys vorbei. In der Beschreibung verlinkt. Und ja, ich bin mal gespannt, wo es weitergeht. Spoilert bitte in den Kommentaren weiterhin nicht. Außer natürlich, wenn wir total die Scheiße bauen, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Ihr könnt uns gerne sowas wie schreiben. Was ihr macht, ist alles falsch. Ihr habt euch verarschen lassen. Geht nochmal dahin. Okay, aber nicht sagen, was am Ende passiert oder so. Das ist bitte nicht. Richtig. So, das wäre scheiße. Okay, Leute, das war's mit der zweiten Folge von Die Rätselinsel. Mein Gehirn qualmt. Und, aber wir haben einige Hinweise gefunden, ob es jetzt alles richtig war oder falsch. Das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Und dann werden wir die Tiere suchen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und macht's gut. Tschüss. Ciao.